meine Lieben, heute nehme ich euch mit für ein kurzes Schminki. Ich habe soweit noch nichts drauf, außer ein bisschen Creme. Und da das doch recht warm bei uns ist, habe ich für mich entschlossen, ich möchte keine Foundation benutzen, nur ein bisschen so. Wundert euch nicht, wenn ich noch ein bisschen rot im Gesicht bin. Also hier, ich war jetzt gerade erkältet, ist gerade am Abklingen. Und aber das soll uns ja nicht stören. Da fangen wir doch direkt mal an. Ich möchte euch dafür vorstellen von Rival de Lupiang den BB Corrector 3 in 1. Den hatte ich euch ja in meinem Haul gezeigt. Antimüdigkeitseffekt, reduziert sofort sichtbare Augenschatten, pflegt mit einem Cocktail aus Vitamin E und und Ingwer-Öl. Wartet, da steht das Öl. Naja, man fokussiert ja mal wieder ganz toll. Ich versuche es noch ein drittes Mal. Abyssinianöl. Was ein Wort. Er sieht so aus. Ihr seht, ich habe ihn auch schon benutzt. Hat hier so ein Schwämmchen dran. Ne? Und wenn man dann hinten drückt, kommt vorne da, genau. Könnt ihr das sehen? Ja. Ich benutze ihn für die Augen. Mit dem Schlämmchen kann man das auch gut verteilen. Also ihr seht, er deckt für mich ausreichend. Kann ich das hier mal hier kurz demonstrieren. Da bin ich ja wirklich doll rot. Also wenn ich das mal so mache. Ihr seht den Unterschied. Also er ist sehr gut deckend. Ich benutze ihn wirklich gerne für die Augen. Ich habe ein bisschen viel gekriegt, um dort ein bisschen die dunklen Augenschatten abzudecken. Nicht wundern, wenn ich jetzt nach dort schaue, dort habe ich einen Spiegel stehen, also hier unten. Und da bitte nicht wundern. Also ihr seht, die dunklen Augenschatten sind jetzt gut abgedeckt damit. Dafür finde ich ihn auch sehr gut. Ich bin auch wirklich zufrieden mit ihm. Und so teuer war der auch gar nicht. Der hat nicht mal 2 Euro gekostet und für den Preis finde ich die Leistung ausreichend. So. Habe ich hier alles mir hingepackt und alles so, dass ich nichts sehe. Dann benutze ich aktuell den Mattifying Perfection Concealer vom P2. Kennt ihr schon, zeige ich euch immer wieder in der Farbe 015 Perfect Nude. Benutze ich sehr gerne, ist ein flüssiger Concealer. Oder alternativ wurde mir dieser hier von der lieben Foxy empfohlen, von Catrice, der Allround Cover Stick. Der ist auch sehr gut, das ist ein Stick. Der ist sehr deckend. Also den kann ich euch mal hier zeigen, weil hier oben die Stelle ist ja doll zu sehen. So sieht das dann aus. Ihr seht, er deckt super ab und lässt sich sehr gut verblenden. Na gut, die Stelle deckt er nicht ab, weil die doch recht dunkel ist. Da wollte der Vogel durch wahrscheinlich. Okay, bevor ich mich jetzt selber weiter veräpple. Also den benutze ich dann hier für das Dreieck von den roten Wangen und ein bisschen auf der Nase, da die ja aktuell so rot ist. Hier auch. Also ich mache jetzt meine Indianerkriegsbemalung. Ich weiß nicht, warum ich gerade ein S ranhänge. Direkt mit euch zusammen, wie ihr seht. So. Und ich würde sagen, ich bin fertig, so gehen wir raus. Perfekt. Und das war mein Concealer. So, ihr seht, der lässt sich auch sehr gut verblenden. Der ist jetzt von der Deckkraft mittelmäßig. Aber mir reicht der ganz oft, weil ich möchte ja auch nicht zu doll verstecken. Ich möchte ja nur ein bisschen die Haut ebenmäßiger wirken lassen. Meine rote Nase kriege ich jetzt ohne Make-up nicht weg, ohne Foundation. Das sage ich euch so ganz direkt. Aber, habe ich geflüstert. Aber für die, ein bisschen für die Ebenmäßigkeit. Ich werde jetzt auch hier die Kratzer und sowas nicht unbedingt groß abschminken. Ich möchte mich jetzt nicht komplett
abdecken, so dass man nichts mehr sehen kann, sondern nur ein bisschen, bisschen ebenmäßiger das Gesicht machen, und dafür reicht er mir. So, mein Concealer ist gerade verschollen, der ist hier irgendwo weggerollt. Den suche ich nachher. Dann benutze ich ein Puder. Aktuell benutze ich das Gesichtspuder von British Continental Trading GmbH. Das hatte mir die liebe Nadel mal zugeschickt. So sieht das aus, sind 3,2 Gramm enthalten. Ist eine sehr kleine Packung. Und aber das Puder finde ich ganz angenehm. Es liegt gut auf der Haut. Es hält auch den Tag über bei mir. Und es setzt sich nicht in die Poren ab. Wo es dieses Puder zu kaufen gibt, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, das hatte mir die liebe Nadel mal zugeschickt von Nadels bunte Welt. Und dadurch kann ich euch wirklich nicht sagen, wo ich dieses oder wo sie dieses Puder her hat. Wo ich es her habe, habe ich euch ja gesagt. Und aber wo sie es her hat, weiß ich wirklich nicht. Ich mache bestimmt total die lustigen Gesichter gerade. Wenn ich selber sehen könnte, würde ich mich auslachen. Das reicht mir auch schon. Ihr seht ganz schlicht, ich habe heute auch nicht irgendwie groß was vor, so dass es mehr sein muss. Und ja, es muss reichen. So. Bin in letzter Zeit auch meistens ungeschminkt rumgelaufen. Zum einen, weil ich krank war, ich muss mich nicht fürs Bett schminken. Und zum anderen, ich hatte auch gar nicht die Konzentration, die Lust, den Elan, um irgendwie mich zu schminken. Ich habe mich das letzte Mal wirklich geschminkt für euch, fürs Aufbrauchvideo. Und jetzt schminke ich mich gerade wieder für euch, für das Schminki. Aber muss auch mal sein. So, ich habe hier irgendwie alles durcheinander gebracht bei mir auf dem Tisch. Muss ich erstmal sortieren. Ich darf nichts vergessen. Ich bin so typischer Vergesser. Dann benutze ich jetzt die Isle of Stage Eyeshadow Base von Essence. Kann man da sehen. Das ist noch die alte in der Farbe 0DAE. Jetzt mittlerweile hat Essence ja noch eine neue, eine hellere rausgebracht. Die habe ich auch schon stehen, weil diese ist bis hier unten schon leer. Und ich komme mit den Eyeshadow Basen von Essence ganz gut klar. Ist so ein Applikator, ist ein flüssiger Base. Sonst hatte ich ja die von Rivalilou. Rivalilou Young, ich bin mir nicht sicher, in der kleinen Dose. Oder in dem kleinen Tiegel. Und die war ja auch sehr gut. Aber ich finde die flüssige auch nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Ich mache mir immer so ein paar Pünktchen nur rauf und verschmiere den Rest grundsätzlich mit dem Finger. Also ich habe zwar auch ein Schwämmchen alles liegen, benutze ich manchmal. Ich arbeite aber wirklich lieber mit den Fingern. Fragt mich nicht warum. Ist Angewohnheit. Ich habe schon immer mit den Fingern gesessen. Und ja. Also wie gesagt, ich habe schon immer mit den Fingern gesessen, alles mit den Fingern gemacht, und ich glaube, das werde ich mir auch nie abgewöhnen können. Obwohl ich habe wirklich, ich habe einen Concealer-Pinsel, ich habe ein Make-up-Ei, aber ich bin der Fingerschminky-Mensch. So sieht das aus. Also ihr seht, Augenringe. Ihr seht, das lässt sich gut verteilen. Man sieht, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich denke mal, ihr seht es. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, dass ihr es nicht seht. Okay. Ich bringe mich hier gerade selbst komplett durcheinander, wie ihr merkt. Kann ich gut. Ich habe heute schon mal am Telefon festgestellt, ich kann sehr gut verwirren. Ich stifte momentan nur Verwirrung. Ich grüße dich, Foxy, ne? Ich habe es dir gesagt. So, aber bevor ich jetzt hier durcheinander komme, ich stelle mir gerade noch schnell die Sachen hin, die ich jetzt für euch brauche. So, dann machen wir uns jetzt erstmal die Augenbrauen. Dafür nehme ich auch wieder von Essence, der hält ja bei mir wirklich ewig, den Augenbrauenstift. In der Farbe, da steht sie noch tatsächlich. So, könnt ihr lesen, 04 Blond. Also ich wirklich jetzt bin von 3 Jahren mein zweiter Augenbrauenstift, den ich benutze. Und ich bin mit ihm ganz zufrieden. Er entspricht sehr gut dem Farbton meiner Augenbrauen.
Also ihr seht den Unterschied. Hier sieht man ein bisschen, ich habe sehr helle Augenbrauen. Aktuell sieht man sie mal wieder, sonst sieht man sie ganz oft auch gar nicht so wie hier, obwohl hier Augenbrauen sind. Und er füllt das dann halt optisch nur auf. Ich muss mir mal einen Spiegel nehmen, weil da geht's klappt. Das klappt gerade nicht mit dem Augenbrauen machen. So. Glaubt ja nicht, dass ich jetzt schweige und ihr die Ruhe genießen könnt. Ich quatsch euch weiter voll. Ich möchte mich auf jeden Fall mal nebenbei für alle meine Abonnenten bedanken. Und jetzt muss ich ganz kurz Pause drücken. Bei uns hat es geklingelt. So, da bin ich wieder. Und ich musste noch kurz den Lütten beruhigen. Mein Mann ist jetzt beim Lütten, weil er hat sich durch das Klingeln so erschreckt, dass er wach geworden ist. Ich war stehen geblieben bei meinem Augenbrauenstift. Also ich habe es jetzt noch schnell nebenbei fertig gemacht. Reicht so. Ich habe heute auch keine Lust, da groß zu formen. Ich muss jetzt mal die Augenbrauen wieder fertig machen. Ich sag ja, ich bin momentan ziemlich lustlos gewesen. Auch so mit dem hier oben habe ich irgendwie. Ihr seht ein paar Haare, die da nicht hin sollen. Aber es ist nicht ganz so wild. Mache ich heute Abend fertig. Ich wollte euch das Video halt schon abdrehen und dachte mir so, warum sollt ihr nicht auch mal daran teilhaben, wie wir Frauen nochmal ungeschminkt aussehen? Muss ja auch mal sein. Im Normalfall würde ich jetzt den Lash and Brow Gel Mascara benutzen von Essence, um meine Augenbrauen zu fixieren. Also seht, das ist ein durchsichtiger. Noch ist er durchsichtig, wenn ihr ihn ein paar Mal benutzt habt, nimmt er langsam die Farbe eurer Augenbrauen, Stifte an. Das ist so ein Bürstchen. Am Bürstchen sieht man das auch schon. Aber da ich heute jetzt nicht gravierend noch den ganzen Tag fertig gebrachte Augenbrauen brauche und der Stift auch 2, 3 Stunden ohne den Teil hält, lasse ich das heute. Also normalerweise benutze ich den dann mit, damit dann die Augenbrauen den ganzen Tag halten und damit ich sie noch in Form machen kann. Das mache ich jetzt mal nicht. Und wir gehen gleich weiter. Da zeige ich euch, ich glaube, den zeige ich euch ständig, weil das ist mein absoluter Lieblingsblush. Diesen Blush von Essence. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, weil meine Scheibe spiegelt doch gerade sehr. Den Silky Touch Blush in der Farbe 50. Sweetheart. Er sieht so aus, ihr seht. Den habe ich wirklich schon sehr, sehr viel benutzt. Ich mag ihn auch sehr gerne. Genau, den benutze ich jetzt mit diesem Pinsel von Ma Inch. Keine Ahnung, die habe ich mir irgendwann mal online bestellt. Es ist eigentlich kein Blush-Pinsel. Aber ich habe den damals mir für mein Blush auserkoren, weil ich mit dem sehr gut Blush auftragen konnte. Und seitdem ist das auch einer meiner Blushpinsel geworden. Also ich mache nur ganz wenig drauf. Nur um die Wangen ein bisschen zu betonen. Ich bin auch so rot genug im Gesicht, das muss ich nicht noch ordentlich hervorheben zur Zeit. So, also ihr seht ganz, ganz wenig. Normalerweise und dann Apfeldeckchen. Sagt man ja, man soll lachen. Lachen und dann schminken. Aber ich habe. Grundsätzlich mache ich das so. Und bin damit auch ganz zufrieden. So. Ihr seht, das ist ein bisschen minimal drauf. Also ich bin immer noch erkältet, falls meine Stimme zwischendurch abhaut oder so. Nicht wundern. Ganz fit bin ich noch nicht wieder. So, dann haben wir den Blush. Mal ganz kurz Nase putzen. Ich mache nochmal Pause. Ich bin gleich wieder da für euch. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch jetzt nicht ins Gesicht die Nase schnauben. Deswegen einmal kurz Pause. Wie gesagt, jetzt haben wir den Blush. Jetzt machen wir weiter mit den Augen. Dafür habe ich mir diesmal. Oh, das spiegelt alles, weil es heute so schönes Wetter ist. Diese Palette ausgewählt. Von Saffron. Die wird ja 100 Farben. So sieht sie von außen aus. Hat hier so einen Verschluss. Den halte ich mal zu, weil sonst blende ich euch gleich ganz extrem damit. Das muss echt nicht sein. Ich mache den gerade einmal auf. Also der wird so aufgeklappt. Die Palette hatte ich ja zu Weihnachten bekommen. Habe ich euch auch gezeigt gehabt. Und so sieht sie dann aus. Hier ist noch ein Spiegel.
wollte ich euch jetzt nicht, weil das würde euch jetzt richtig blenden. Also so sieht sie aus, sehr schöne Farben. Und hoch, ihr könnt die Farben da gar nicht alle sehen. Und ja, ich habe sie noch nicht oft benutzt. Aber sie ist mir einmal abgestürzt und da habe ich mir zwei Farben ein bisschen kaputt gemacht. Das sind die hier unten. Die sind jetzt ein bisschen rausgebrochen dadurch. Sollte aber dafür nicht so schlimm sein. Sie ist trotzdem nutzbar und ihr seht ja, ich mag sie gern. Die Farben sind wirklich wunderschön. Jetzt muss ich mich bloß wieder entscheiden, welche Farben ich nehme. Ja. Jetzt geht's los. So. Meine Pinsel schon hier. Also ich muss eh wieder waschen. Dadurch habe ich mir jetzt gleich alle wieder geholt. Ihr seht, guck. Mein aktueller Pinsel, wenn ich irgendwie nur braun benutze. Ich stecke den immer in einem Glas rein und dann werden sie wieder gewaschen. So, bevor ich jetzt lange überlege, welche Farben ich nehme, machen wir das einfach spontan. Brauntöne kennt ihr von mir ja schon. Ich trage ja meistens gern die Brauntöne. Und daher würde ich sagen, schnappen wir uns heute die Reihe. Wir gehen heute ins Lila, ne? Lila. Ich fange an mit dem Ton. Wo ist er? Da, der da. Also der hier. Ich bleibe in dieser Spalte auch drinne vom Lila und arbeite nur mit den Tönen. Also erstmal nehme ich diesen hellen, wie ich euch gezeigt habe. Den nehme ich fürs ganze Lied. Das ist ungewohnt. Jetzt habe ich immer alles genau vor der Nase. Jetzt muss ich meinen langen Arm machen, damit ich euch das zeigen kann. Also den, wie gesagt, nehme ich fürs ganze Lied. Ich sehe nicht, was ich mache. So. Das ist doof. Ich muss doch mal kurz nebenbei im Spiegel mitgucken. Also ich gucke jetzt hier im Spiegel, weil ich sehe sonst echt nicht, was ich mache. So, ihr seht, nicht sehr hoch pigmentiert. Aber er schimmert leicht lila, er glitzert nicht. Der Farbton ist matt. Ich probiere ihn auch gerade direkt mit euch aus. Also ich habe hier bis jetzt noch nicht viele Farben von benutzt gehabt. So. Wie gesagt, ich wollte mich ja eigentlich bei euch bedanken für meine Abonnenten. Meine lieben Abonnenten, ich danke euch dafür, dass ihr da seid, dass ihr meine Videos schaut. Heiße natürlich alle meine neuen Abonnenten immer herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden. Und auch meine, sagen wir mal, alteingesessenen Abonnenten. Ich danke euch auch für eure Treue. Und freue mich wirklich, dass ihr alle da seid. Also, es muss auf jeden Fall mal wieder gesagt werden. Ich finde, sowas sagt man viel zu wenig. Weil ohne euch ist jeder YouTube-Kanal nix. Und ich finde, man lobt das einfach viel zu selten. Und man bedankt sich auch viel zu selten bei seinen Abonnenten dafür, dass sie da sind. Und deswegen einfach nur mal ganz herzliches Dank an alle, die mir zuschauen, an alle, die neu gekommen sind, an alle, die ganz lange schon bei mir sind. Ich bin über jeden Einzelnen von euch froh. Und wenn ich dann raufgucke und wieder sehe, oh, meine Abonnenten, ich habe die 100 geknackt, ich habe hier gesessen, ich habe hier eine Freudentänze aufgeführt. Leise Freudentänze, damit ich keine Kinder wecke. Und danke, 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 dass ihr da seid. So. Ich habe euch ja gerade meine Pinsel gezeigt, jetzt habe ich die irgendwo hingepackt. Da sind sie. Von dem muss ich immer unbedingt dieses blöde Papier abmachen. Den benutze ich, weil ihr seht, der ist wirklich. Das ist nicht das Papier, das ist jetzt hier die Hülle. Der ist so schön klein und handlich. Der war von Ebelin. Den benutze ich jetzt für einen dunklen Ton. Da nehme ich
nehme ich ganz spontan wirklich den dunklen hier oben und gehe einmal die Lidfalte lang damit. Ihr seht, der ist wirklich dunkel. Ich muss wieder einmal am Spiegel. So. Während ich hier rummale und mit neuen Farben experimentiere, sagt mir doch mal, wie geht es euch? Das frage ich euch auch viel zu selten. Ich frage es dann meistens immer oder schreibe es, wenn ich jemanden in den Videos, wenn ich dann kommentiere. Da frage ich dann, wie es geht. Aber ich muss wirklich sagen, ich frage euch das eigentlich viel zu selten. Wie geht es euch? Würde mich wirklich interessieren. Also das ist jetzt nicht einfach nur Lückenfüller. Ich mache mir natürlich trotz, ich möchte wirklich wissen, wie es meinen Abonnenten geht. Also, es ist jetzt keine Lückenfüllerfrage. Ihr seid mir wichtig. Wie gesagt, ich freue mich über euch und dadurch schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren, wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Wie läuft es aktuell bei euch? Gibt es was Neues? Lasst uns mal dieses Video auch nutzen. Einfach mal ein bisschen von der Seele schreiben vielleicht. Einfach mal schreiben, was ist momentan. Von mir aus schreibt mir auch, wie ihr das Wetter findet. Ich möchte einfach mal ein bisschen was von euch erfahren. Weil ihr seid mir nur wichtig und klar, wenn ich jetzt frage in die Kamera, wie geht's euch? Leider könnt ihr mir nicht viele Antworten geben direkt, aber ich würde es doch wirklich gerne wissen. Würde auch gerne mal ein bisschen was über meine Abonnenten erfahren. Ich weiß, das ist sehr viel verlangt, weil als Abonnent ist man ja eigentlich gerne anonym. Aber ich finde doch, man ist doch irgendwie so eine kleine. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt ein bisschen hier in der Ecke. Ja, dann hier unten auch einmal den Lidrand, den oberen lang gegangen, leicht. Ich finde, man ist ja trotzdem eine kleine YouTube-Familie und. Also ich möchte nicht, dass es meinen Abonnenten schlecht geht, das ist klar. Ich möchte gerne wissen, wie es euch geht. Ich weiß, ich habe auch Abonnenten, wo ich auch die Kanäle abonniert habe. Da gucke ich auch immer total gerne, um zu wissen, wie geht es dann den Leuten, weil die Leute mir auch ans Herz wachsen irgendwo. Auch wenn man sich nicht persönlich kennt, aber es ist ja wirklich so, dass manche Leute einem doch sehr ans Herz wachsen. Also benutzt habe ich jetzt den und den da oben. Und ich denke mal, jetzt zum Verblenden nehme ich den hier. Ich halte ihn mal so. Den da. Fingernägel sehen aus, ne? Benutzt habe ich den da oben. Den da unten und zum Verblenden nehme ich jetzt noch den. Also für die Mitte ein bisschen. Und verblenden tue ich nachher mit einem sauberen Pinsel einfach die Farben. So, dafür habe ich jetzt nochmal so einen Pinsel, den habe ich doppelt. Weil ich mag den auch wirklich gerne. Ich finde den hübsch. Ich muss sagen, bei meinen Pinseln, da kaufe ich wirklich nach Optik, nicht nach Notwendigkeit und. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass ich eigentlich Pinsel stehen habe, die ich mir nur gekauft habe, weil ich sie hübsch finde und nicht, weil ich sie brauche. Habt ihr das auch? Dass ihr einfach manchmal Sachen kauft, die ihr gar nicht braucht, nur weil sie hübsch sind? Ich habe das ab und zu mal auch so bei dekorativen Sachen. So ein Kerzenständer oder sowas. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht und kaufe ihn mir trotzdem einfach nur, weil ich ihn hübsch finde. Gehe ich noch mal kurz in den hellsten Farbton rein und setze den noch mal ein bisschen drüber vorne. So, ich hoffe, ihr hört meinen Mann nicht schimpfen. Er schimpft nämlich gerade etwas. Ja, schimpfen ist übertrieben. Er hat gerade so klein gesagt, er soll nicht immer sich ins Gesicht kratzen. Dieser kleine Mann hat nämlich gerade dieses entdeckt, wie man mit den Fingernägeln kratzt. Und hat sich jetzt schon ein paar Mal dadurch eine Schramme zugefügt.
Trotz Fingernägel schneiden. Deswegen hatte der Papa gerade da was gesagt. So, dann gehe ich einmal mit diesem Pinsel von Essence. Einfach nur drüber, um das ein bisschen zu verblenden, dass die scharfen Kanten raus sind. Ich muss sagen, wenn ich mit euch rede, brauche ich dafür sehr lange. Normalerweise wäre ich sonst schon fertig. So sieht das jetzt aus. Also ist doch recht deckend. In der Kamera wirkt das nicht so. Wenn ich so gucke, habe ich ein kräftiges Lila auf den Augen. Ich mache euch im Anschluss nochmal ein Foto von den Augen, damit ihr das mal so sehen könnt, wenn ich fertig bin, weil ich finde, in der Kamera wirkt das gerade nicht so deckend, wie es wirklich ist. Was habe ich denn hier gemacht? Wie es wirklich ist. Oh. Da habe ich mich vermalt. Ihr sagt mir nichts. Schämt euch. So. Bin ich mit dem Eyeshadow auch fertig? Nö, Eyeliner ziehe ich heute nicht. Und dann müsste ich jetzt nochmal aufstehen, nochmal Pause drücken und meinen Eyeliner holen. Ich habe den nämlich auf dem Schrank stehen lassen, auf meinem Regal, den ich aktuell verwende und dadurch lassen muss jetzt. Ich benutze jetzt Mascara noch. Dann habe ich auch gleich lang genug voll gequatscht. Zum einmal diese hier, die Isle of Extreme Crazy Volume Mascara von Essence. Was soll ich euch dazu sagen? Ich bin sehr unzufrieden. Sie trocknet sehr schlecht. Und sie hält auch nicht den kompletten Tag. Also wenn ich jetzt los muss, würde ich diese nicht nehmen. Die nehme ich jetzt für zu Hause, um sie leer zu machen und für Nachmittag auf dem Spielplatz sozusagen. Aber wenn ich jetzt irgendwo hin muss, wo ich dann nicht hier unten Mascara-Flecken haben darf und sonstiges, nehme ich sie nicht mehr, weil sie trocknet sehr langsam und zwischendurch fängt sie auch manchmal an. Wenn man Wind im Auge kriegt und das Auge tränt nur minimal, dann hat man gleich so einen Schmierfilm unterm Auge. Dadurch, mit der bin ich echt unzufrieden. So sieht das Bürstchen aus. Also ganz, ganz kurze Borsten. Ist ein Plastebürstchen. Quatsch, ist ein Gummibürstchen. Und was mache ich denn hier? Ihr seht ja gar nichts. So ist besser, ne? Und mit der gehe ich die erste Schicht lang. Ich mache immer zwei Schichten. Normalerweise benutze ich auch eine Essence-Mascara, die ich auch gerne benutze. Aber ich möchte. Ich hatte euch ja gesagt, ich möchte minimieren. Ich möchte meine ganzen Sammlungen minimieren und dadurch benutze ich jetzt wirklich alles andere auch erstmal, um es aufzubrauchen, was ich in Zukunft nicht mehr nachkaufen möchte. Weil es hat mal Geld gekostet und es wäre schade drum, wenn ich alles wegschmeiße. Also die Deckkraft, ihr seht, einmal ganz kurz raufgelegt, die Wimpern. Hier ist der Hammer, jetzt wird es natürlich dunkler draußen. Oh. Die Deckkraft ist sehr gut, aber dieses Bürstchen gibt mir doch zu viel Mascara auch ab und trennt mir die Wimpern nicht ausreichend. Ich muss einmal ganz gut aus dem Bild verschwinden, weil das wird mir jetzt doch gerade zu schwer. Ich bin gleich wieder im Bild. Au, oh, das Auge gepickt. Ich zeige euch auch gleich meine Schandtat, die lasse ich drauf. Ich habe mir gerade ins Auge gepikst, weil dieses. So, wie gesagt, ich habe mir gerade ins Auge gepikst. Das Böschen ist verdammt hart. Wenn dann dagegen ins Auge kommt, tut es weh. Und das ist auch das, was ich meine. Ich war schon ziemlich weit. Ich war hier vorne noch ein bisschen beim Nachgehen und immer noch nass. Also. Ja, nicht berauschend. Kein Nachkaufprodukt, diese Mascara. Ja, ich habe da gerade dran geleckt. Ich habe nämlich irgendwie gerade nichts hier. Und wollte erst nicht wieder aus dem Bild springen. Naja, dran geleckt. Ich kam gegen meinen Finger. So. Also ihr seht.
kann mich echt nicht in diesem Bild. So. Mein Litter weint gerade, ich mache jetzt schnell. Der will sich vom Papa nicht mehr beruhigen lassen. Er ist müde und dank dem klingelnden Postboten ist er jetzt aus dem Schlaf raus. Kann der Postbote nichts für. Aber er hat gerade so einen Wachstumsschub und ist dadurch ein bisschen empfindlicher. Wenn er dann wach wird, braucht er ganz lange, um wieder einzuschlafen. Das ist echt komisch. Normalerweise, wenn zum Beispiel die Mädels hier toben, alles, das stört ihn gar nicht. Aber die Haustürklingel ist so ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich sagen. So. Ich zeige euch dieses Bürstchen ja auch gleich. Ich habe es nicht vergessen. Das benutze ich gerne zum Nachgehen, weil es sind auch Gummiborsten, aber schaut mal, wie lang die sind und wie fein. Und dieses Bürstchen trennt die Wimpern sehr schön. Das gehört, ich drehe sie gerade zu der Manhattan Supply Slash Mascara, also auch in Schwarz. Ich habe nur schwarze Mascaras. Und die mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das ist auch schon mein Backup. Ich hatte euch ja schon einmal im Aufgebraucht eine gezeigt. Und wenn die leer ist, kann ich mir wirklich vorstellen, wenn ich alles aufgebraucht habe, mir die auch wieder nachzukaufen. So, Mascara ist drauf. Ihr seht, Wimpern sind getrennt, hoffe ich. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig, mir reicht das. Lippenstift muss heute nicht sein. Naja, ich habe einen stehen, wir nehmen noch einen Lippenstift. Ich habe nämlich gerade den hier stehen von Essence. In der Farbe. Huch, falsch rum. 06. Cute, irgendwas. Cutie Mac Cute. Das ist ein zarter Rosaton. So. Und das ist so mein Alltagslippenstift aktuell. Also ich habe immer einen in meinem Schminkgläschen stehen. Und die ich dann regelmäßiger benutze. Und wenn ich dann aber Lust auf was anderes habe, nehme ich mir einfach einen anderen. Bevor ihr euch jetzt wundert, mein Schminkgläschen sieht so aus, jetzt gerade richtig leer, weil ich habe alles auf dem Tisch verteilt. Und habe ich mir mal für 2 oder 3 € bei uns im Teddy gekauft. Ist kein Acryl, ist Plastik, aber erfüllt seinen Zweck. Und da habe ich immer so meine regelmäßigen Sachen drin. Meine Lippen sehen aus, ne? So, die Augen sind fertig. Wie gesagt, ich mache euch noch ein Foto im hinten ran. Hänge ich euch gleich noch ein Foto. Weil irgendwie kann man das Lila nicht so schön sehen, wie es wirklich ist. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt das Video. Ich habe euch jetzt über 30 Minuten lang voll gequatscht. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!